zusammen und herzlich willkommen bei Helenas Jahr. Wie ich im letzten Video versprochen hatte, wollte ich euch heute zeigen, wie ihr eure eigene Babybettwäsche für den Kinderwagen nähen könnt. Und da möchte ich direkt zum Anfang sagen, dass meine Bettdecken wirklich ausschließlich für den Kinderwagen gedacht sind, weil die gehören für mich ins Babybett einfach nicht da rein. Bei Neugeborenen hat das einfach nichts zu suchen für mich, weil wegen eventuellen Kindstod und so, man hört ja immer wieder was, ne, in die Richtung. Und das wollte ich von Anfang an mal klarstellen, nicht, dass da jemand denkt, ich würde da eventuell mein Kind dann irgendwann mal ersticken. Wie gesagt, das ist ausschließlich für den Kinderwagen gedacht, daher auch die Maße 80x80 und 40x35 für das Kopfkissen dann. Und das hatte ich euch ja im letzten Video schon gezeigt, das ist einmal das letzte, was ich genäht habe, eine Wendebettwäsche. Von beiden Seiten hat man ein anderes Design. Und ich möchte euch heute ein ganz, ganz schlichtes, also wirklich piep einfaches Nähmuster zeigen. Ich werde euch das dann auch mal alles aufzeichnen, welche Maße ihr benötigt und welches Material. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Und dann fangen wir einfach mal an. Damit ihr euch alles ein bisschen besser vorstellen könnt, zeichne ich euch erst einmal alles auf. Hier zeichne ich euch zuerst die Bettdecke auf. Die Maße sind 80x80 und die Öffnung wird unten sein. Damit wir später alles problemlos zusammennähen können, müssen wir noch die Nahtzugabe mit einberechnen. Die beträgt bei mir 1 cm. Oben und unten, beziehungsweise oben wird 1 cm hinzugerechnet und unten an der Bettdeckenöffnung 2 cm. Da wir es zweimal umklappen werden, das werdet ihr aber dann später nochmal sehen. Für die Bettdeckenbreite berechnen wir jetzt nur noch 1 cm auf jeder Seite hinzu, weil dort ja keine Öffnung sein wird. Nun kommen wir zum Kissen. Dieses soll später 40 x 35 cm betragen. Auch hier muss wieder die Nahtzugabe mit einberechnet werden. Oben und unten sind das diesmal 1 cm, weil die Öffnung bei mir rechts an der Seite sein wird. Bei der Breite des Kissens wird auf der linken Seite 1 cm hinzugerechnet und auf der rechten Seite wieder 2 cm, damit wir später das alles wieder umklappen können an der Öffnung, damit keine unschönen Nähte herausgucken. Wir wissen jetzt also, dass wir für die Bettdecke 83 x 82 cm Stoff ausschneiden müssen und für das Kopfkissen 43 x 37 cm Stoff benötigen. Folgende Materialien benötigt ihr. Als erstes am besten eine Unterlage. Ich habe hier eine extra Schneideunterlage, damit ich mir den Tisch nicht zerkratze. Dann einen Rollschneider oder eine Schere, einen Bleistift und passend zu dem Rollschneider ein entsprechendes Lineal. Meins ist hier von Omnigrid. Dieses benötigt ihr, wenn ihr mit dem Rollschneider arbeiten wollt. Ein
ein Maßband fehlt noch und den Stoff natürlich, den ihr verarbeiten möchtet. Ich habe hier 100% Baumwolle genommen. Das ist ein sehr fester, nicht elastischer Stoff, der lässt sich für Bettwäsche sehr gut verarbeiten. Jetzt nehmt ihr euch vom Stoff eine Kante und damit ihr eine ganz saubere Linie bekommt, müsst ihr jetzt das Lineal dort anlegen und mit dem Rollschneider einmal gerade wegschneiden. Achtet dabei immer auf den Fadenlauf. Ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass meine Schnecken auf dem Stoff dann auf dem Kopf stehen. Falls ihr an der unteren Kante auch keine gerade Schnittkante habt, dann schneidet dort auch nochmal die fusselige seitliche Kante weg. Achtet schon am Anfang darauf, dass ihr in den Ecken einen rechten Winkel habt, denn sonst habt ihr später das Problem, dass alles schief und krumm geworden ist. Zur Veranschaulichung zeige ich euch hier alles nur am Kopfkissen, denn eigentlich ändert sich nur was in den Maßen, sonst das ganze Vorgehen bleibt eigentlich gleich. Nun müsst ihr eigentlich nur noch alles abmessen und zwar genau die Maße, die ich euch gerade ausgerechnet habe. Seitlich halt wieder beim Kissen 43 cm und von oben nach unten, also die Höhe des Kissens, dann 37 cm. Zum Schluss wird dann alles ausgeschnitten und fertig habt ihr eure erste Kissenhälfte. Jetzt geht es ans Ausschneiden. Natürlich ist das wieder mit einem Rollschneider viel einfacher, aber ihr könnt das auch mit einer Schere machen. Jedoch finde ich das für mich persönlich, da ich sowieso einen Rollschneider besitze, mit einer Schere viel aufwendiger. Wenn ihr das Kissen nun ausgeschnitten habt, dann bügele ich meistens nochmal eben fix drüber, damit alles nicht mehr so knitterig ist. An der rechten kurzen Seite bügeln wir nun zweimal je 1 cm um. Insgesamt haben wir dann 2 cm umgebügelt. Das wird die Öffnung des Kissens. Damit man später keine unschönen Nähte oder Fussel oder fransigen Kanten sieht, schlagen wir das zweimal um, wird dann gleich noch festgenäht und somit haben wir eine saubere Kante, einen sauberen Abschluss. Damit dieser Umschlag nicht wieder aufklappt, müsst ihr da jetzt mit einem einfachen Geradstich einmal drüber nähen. Das zeige ich euch nur mal fix im Schnelldurchlauf. So, nun kann das nicht mehr aufspringen und jetzt gehen wir schon zum nächsten Schritt. Jetzt wollen wir das Kissen zusammennähen. Dafür brauchen wir zum einen Stecknadeln und dann natürlich die beiden Kissenhälften. Diese legt ihr rechts auf rechts, also die schönen Seiten nach innen aufeinander. Achtet dabei, dass die Öffnungsseiten, also die umgeklappten, umgenähten Seiten, aufeinander liegen. Dann alles schön verstreichen und dann könnt ihr einmal rundherum mit den Nadeln einmal alles feststecken. Wenn ihr mit dem Feststecken fertig seid, könnt ihr natürlich sofort alles drumherum festnähen. Und zwar braucht ihr da wieder einen Geradstich für und ich habe an der Seite 1 cm Platz gelassen, also dass man zwischen der Kante und der Naht 1 cm hat. Zum Schluss habe ich noch die Stoffkanten mit einer Zickzackschere abgeschnitten, damit das später nicht mehr so extrem ausfranst. Dabei müsst ihr nur bitte achten, dass ihr nicht gerade die Naht durchschneidet. Und an den Ecken, rechts und links, habe ich noch die Ecken abgeschnitten, damit man später die Kissenkanten schön ausstülpen kann, also damit man eine schöne Eckkante bekommt. So, im Moment ist ja die Öffnung des Kissens noch komplett offen. Also wenn man das jetzt in ein Kissen reinstecken würde und dann das schließen wollte, dann hat man an den Seiten so unschöne Ausbeulung. Und damit das nicht passiert, nähe ich da jetzt nochmal 5 cm rechts und links zu und zum Schluss werden dann noch Bänder eingenäht. Das kommt aber dann gleich.
Als Markierungspunkte könnt ihr ganz einfache Stecknadeln nehmen. Mit einem Geradstich verschließe ich nun die Öffnung des Kissens bis zur Nadel. Jetzt kommen wir auch schon zu den Bändern. Mit diesen verschließen wir die Öffnungen an dem Kissen und der Bettdecke mit einem einfachen Knoten oder mit einer Schleife. Die Stoffstücke betragen in der Breite 3 cm und in der Länge 22 cm. Dieses Stoffstück halbieren wir jetzt einmal. Am besten bügelt ihr noch einmal drüber, damit sich die Linie fixiert und sie sichtbar bleibt. Dann klappen wir die Kanten des Stückes nochmal nach innen um, also zur eingebügelten Stoffkantenmitte. Alles immer direkt bügeln, damit euch das nicht wieder aufklappt. So, zum Schluss klappt ihr jetzt die beiden Hälften dann auch nochmal zusammen, dass ihr ein dünnes langes Band erhaltet. Dieses müsst ihr auch nochmal bügeln. An einem Ende faltet ihr jetzt eine Spitze und diese Spitze faltet ihr dann nach innen ein und klappt dann das Band wieder zusammen. Das wird dann das Endstück. Wenn ihr drüber näht, sieht das dann alles viel sauberer aus. Damit euch dieses Ende nicht wieder aufspringt, steckt das am besten auch nochmal mit einer Nadel fest. Jetzt alles wieder mit einem Geradstich ganz nah an der Kante zusammennähen. Von den Bändern benötigen wir für das Kissen 6 Stück und für die Bettdecke benötigen wir 8. Der überstehende Faden am Ende des Bandes wird hinterher in das Band hinein vernäht. Damit die Bänder über die Öffnung gleichmäßig verteilt sind, habe ich alles ausgemessen und dann 3 Bleistiftstriche gesetzt. Die unschöne Seite des Bandes faltet ihr jetzt einmal um und näht diese dann an der Innenseite des Kissens fest, dass man von außen dann später nichts mehr sieht. Dabei nähe ich einmal über die gefaltete Seite des Bandes und einmal nah an der Kante entlang, damit das Band später richtig festhält. Zum Schluss habe ich noch alle Fäden nach innen vernäht. Wer die genauen Maße noch einmal nachsehen möchte, kann auf meinem Blog vorbeischauen. Diesen habe ich in der Infobox verlinkt. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich habe noch einen kleinen Tipp am Rande für euch und zwar, wem das jetzt zu schwer war, beziehungsweise wer noch etwas viel Einfacheres haben möchte, der nimmt sich einfach einen alten Kopfkissenbezug. Ich habe hier auch noch einen. Die haben die Standardgröße 80x80 und damit könnt ihr natürlich ganz einfach einen Bettwäschebezug für euer Baby auffertigen. Ihr näht da einfach Applikationen drauf oder stickt den Namen des Babys drauf, verziert das einfach alles ein bisschen. Natürlich so, dass er es nicht in den Mund nehmen kann und runterschlucken kann. Da müsst ihr natürlich auch drauf achten. Aber sonst wäre das so meine Alternative. Ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao!